Um diese Wärmeabzüge und Details geht es heute. Willkommen zur Ausgabe Nummer 96. So, diese Abzugshauben hier sind nicht alles, was wir heute machen. Es geht heute auch noch um Details an dieser Seite und an der Luftschleuse. Wir befassen uns aber zunächst mal mit der Montage dieser schönen Teile hier. Damit beginne ich. Vorher musste ich aber allerdings die Teile auch auspacken. Wie immer. Tada! Sehen wir nach, was drinnen ist. Ja, hier haben wir drei unserer Abzugshauben von insgesamt fünf. Dann haben wir auch noch Schrauben dabei. Eine, ja, keine Ahnung. Und drei Gussäste mit Anbaudetails. Ich schätze mal, das brauchen wir heute alle drei. So, lege ich los. Ja, im ersten Bauschritt werde ich drei dieser Abdeckungen hier in diese drei Kreise legen und ankleben. Dann geht es jetzt weiter mit diesen zwei Gussästen. Das sind insgesamt 25 Bauteile. Die werde ich jetzt erstmal ausschneiden und danach klebe ich sie hier an die entsprechenden Stellen dann einfach an. So, jetzt sind die ganzen Details hier angebracht und jetzt geht es zum Falken und da werden wir noch einige Details an der Luftschleuse und am Mandibel anbringen. Das war dieser Bauabschnitt. Das nächste Mal geht's dann mit den Details bei den Abzügen weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.